So, gerade noch einen Hopfensmoothie zu mir nehmen. Und dann kann das hier losgehen. Ein herzliches Willkommen bei mir, dem Toto AK Thorsten, beim Clan True Warriors. Wir sind immer noch live im Clankrieg von gestern Abend und haben ein kleines Problem, denn wir haben noch zwei offene Neuner und der Gegner hat noch zwei Elfer Angriffe. Wir haben auch noch zwei RH11, die angreifen können. Und diese beiden RH11 müssen jetzt auch noch RH11er machen. Also wir sehen hier jetzt nochmal den Angriff auf die 12, das ist ein RH9. Und wir sehen einen Angriff auf die Nummer 16, das ist der Alex. Aber wir sind gespannt, wie unsere beiden hier jetzt noch abschließen. Wir haben natürlich alle Neuner relativ gut zugemacht, haben auch den einen oder anderen Zehner sogar zugemacht. Und trotzdem ist das ein schwieriger CK gewesen, weil die oberen des Giovanni Grosso Clans wirklich gut angreifen und uns hier doppelt das Leben schwer machen. Das heißt, die haben in den ersten Angriffen gut angegriffen und auch jetzt beim Zumachen der restlichen Bases hatten sie es oder haben sie es natürlich etwas einfacher. Prozentual legen wir sowieso hinten. Das heißt, es kann nur durch Sterne entschieden werden und wenn die beiden hier jetzt jeweils zwei Sterne holen, dann steht es 51 zu 49 und wir können das nur noch toppen, indem wir einen Dreier machen und noch einen Stern dazu. Das wird richtig, richtig schwer werden für die beiden, die jetzt noch offene Angriffe haben. Und ich sehe schon, jetzt können wir reinsteigen. Wir gucken uns live von Hitman 47 den Angriff auf die Nummer 8 an. Die Base wurde bisher, glaube ich, ja doch nur mit einem Stern belegt, aus welchen Gründen auch immer. Oh, jetzt ist hier die Eieruhr, das ist aber kein Leck, glaube ich, bei mir. Das wird lecken, weil sich jetzt einige Zuschauer hier einloggen und es jetzt im Moment nicht weitergeht. Ja, das ist natürlich doof, gerade jetzt, wo ich natürlich drehe. Wir können hier auch ruhig nochmal rausgehen und nochmal reingehen. Ich denke mal, der Angriff wird trotzdem hängen. Ja, er hängt. Ich hoffe nicht, dass Hitman seine Leitung verloren hat. Und es steht 51, wie ich es vorausgesagt hatte. Die beiden Neuner sind natürlich zugemacht worden von Elvern. Das war jetzt überhaupt kein Thema. Und wo ist er hier, unser Hitman? Da ist er. Okay. Da hat er die Leitung verloren. Da kann man nichts dran machen. Dann warten wir jetzt noch auf unseren letzten Angriff. Ja, da hat er Pech gehabt. Kann man nicht anders sagen. Haben wir auch mal Pech gehabt in diesem CK, natürlich zu einem ungünstigeren Zeitpunkt. Denn der Gegner hat, wenn wir uns die War-Events angucken, auch Pech gehabt. Gar keine Frage. Denn die... Ich muss mal ganz, ganz nach unten gehen. Denn der Gegner hatte schon gute Angriffe hier im ersten Wurf gemacht. 99% auf Lauterer. Dann haben wir 98% auf Popi hier. Also das waren schon wirklich teilweise sehr knappe Dinger. Aber auch hier Lauterer auf den 15er. Der ist natürlich nachher noch zugemacht worden. Aber auch der Gegner hatte erstmal knappe Dinger zu verkraften. Und ihr seht selber, der Alex hat noch drei Sterne auf die 13 gemacht. Der Donnerbengel auch noch mal auf die 16. Die hat Ragnar gestern Abend nicht mehr ganz geschafft. Und hier haben wir nochmal 99% Kampf vom Toni. Also das waren auch schon ärgerliche Dinger für den Gegner, muss man auch mal so sagen. Ärgerlich jetzt, dass wir hier am Ende jemanden haben, der die Leitung verloren hat. Aber das kommt halt immer vor, da bist du überhaupt nicht gegen gewappnet. Und so waren das hier knappe Kämpfe hier auch auf Donnerbengel. Der hätte eigentlich schon viel eher fallen müssen, weil, wie gesagt, der Gegner war sehr stark. 97% hier auf Donner. Dann haben wir den Joker. Das war vielleicht taktisch unklug, dass unser Zweiter hier relativ tief angegriffen hat, nämlich das allerletzte RH10. Das war vielleicht nicht so gut, haben wir auch eben erst festgestellt. Aber
Das sind dann auch die Missverständnisse, die auftauchen, wenn man sagt, mach ein Zehner zu. Ja, dann, was macht man dann? Man nimmt sich den Schwächsten, macht den zu. Punkt. War vielleicht nicht ganz gut gedacht. Und haben aber dann zum Ende hin leider doch die 4 Sterne hier verloren. Ihr seht selber hier Donnerbänge. Henk hat noch einen geholt, eben auf die 10, war ein sauguter Angriff, muss ich sagen. Und jetzt haben die 9er natürlich komplett unsere 8er zugemacht hier und haben jetzt auch keinen Angriff mehr. Hier ist einer aus dem Clan gegangen, die anderen sind in, schätze ich mal, Partnerclans. Das ist etwas schade und der Mastengo kann hier nur noch den Krieg, wenn überhaupt, retten mit einem 3-Sterne-Kampf, weil wir wahrscheinlich prozentual, trotz, selbst wenn das ein 3-Sterner wird hier, werden wir prozentual etwas zurücklegen und diesen Clan-Krieg leider knapp verlieren. Denke ich mal, das ist jetzt schon eine richtig schwierige Sache, weil der, obwohl der Inferno ist jetzt noch weg, King ist noch am Start, Warden jetzt gezündet und die Bowler sind noch gut dabei. Hexen leben auch noch. Reichlich sehe ich jetzt nicht. Ah, ich sehe aber noch 2 mindestens, die da leben. Und die Queen geht gut durch, wird jetzt aber das Zeitliche, oder hat das Zeitliche leider gesegnet. Aber wir haben ja noch einen King, wir haben noch einen Warden. Wir haben noch ein paar Bowler. Allerdings hat der King, ja doch, er kommt ganz gut durch. So ein 45er King und eine 10er Mauer. Das geht dann doch relativ zügig. Aber der King muss jetzt natürlich noch richtig viel tanken. Zumal der Warden jetzt schon mal Beschuss bekommt. Und jetzt müssten die Heiler eigentlich auf den King springen. Aber der King wird jetzt gezündet von Maste. Hört sich an wie eine Sportmoderation hier. Ganz witzig, aber ja, jetzt gehen sie leider raus. Das heißt, das wird in 28 Sekunden leider nichts werden. Kann nichts machen. Haben wir unglücklich verloren. Der CK war gut auf Augenhöhe. Und was willst du machen? Ist halt so, hat geendet, 51-50, okay, hat das Rathaus gekriegt. Aber wie gesagt, selbst ich glaube, wenn das ein Dreier geworden wäre, hätten wir prozentual leider verloren. Hätten also tatsächlich nur durch Sterne gewinnen können. Und wir können uns aber trotzdem nochmal den einen oder anderen Angriff anschauen. Den haben wir gestern schon live gesehen. Den auf Kalle haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Gucken wir uns mal an. Ich habe einen typischen Hockangriff mal gemacht auf diese Base, locker also links mit einem Hockrider und lasse dann einfach die Golems laufen. Die Clanburg-Truppen waren jetzt nicht so das Ding und habe jetzt gleich 24 Hocks noch am Start. Komme aber schon mal relativ weit hier rechts unten in die Base rein mit King, Queen und Bolan im Gepäck. Und setze jetzt noch ein bisschen Surgical die Hocks, also wirklich Surgical ist das nicht. Aber bei diesen Feldern hast du halt immer die Not, dass die Schweine dann in die Mitte gehen, so wie jetzt. Und da waren glücklicherweise nur 2 Tesla. Das hatte ich im ersten Angriff nicht mehr genau im Blick, wo die anderen waren. Aber dann war das hier doch noch ein guter 3-Sterner. Aber es ist halt ein RH9 und unsere Kriege werden alle oben entschieden. Also hier im RH9-Bereich sieht man sicherlich immer schöne Angriffe und vielleicht auch noch im RH10-Bereich, aber wie gesagt, solche Kriege werden einfach im RH11-Bereich entschieden und dementsprechend ist das diesmal ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich wollte euch aber noch wenigstens 1, 2, 3 Kämpfe zeigen. Den hier haben wir natürlich noch nicht gesehen, denn den hat Hank eben erst gemacht. Da gucken wir mal, das war auch ein knappes Ding, hätte ich gar nicht gedacht, dass er das da noch schafft. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich den Angriff live gesehen habe, dass er ja, die Clanburg friest und dann ein Gift drauf wirft. Und trotzdem sind natürlich die beiden Drachen da erstmal noch am Leben, die Babydrachen, aber kommt jetzt richtig mit den restlichen Bolern und den Valkyren. Also er hat sie alle auf einmal reingeschickt in die Base, dass hier richtig Truppen in der Base waren und hat am Ende noch ein bisschen Glück mit seiner Heilerin, glaube ich. Denn mit seiner Heilerin, mit seiner Bogenschützenkönigin, denn da schwenkt nochmal ein Heiler
auf die Königin, die macht jetzt noch zumindest die eine Kanone. Dann war das allerdings auch ein enges Ding am Ende, denn die Bowler machen ja echt nicht viel Schaden zu zweit. Sodass das eine ganz enge Kiste war. Die Queen wird jetzt natürlich nochmal voll durchgeheilt. Und wir hatten eigentlich da an der Stelle schon gedacht, Mensch, das ist die Zeit. Ich sehe jetzt gerade 24 Nachrichten. Es gehen jetzt wahrscheinlich wieder die Diskussionen los, warum und wieso. Weshalb? Es ist halt so, Glückwunsch an den gegnerischen Clan zu dem Sieg. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und Clash of Clans ist trotzdem nur ein Spiel. Man ärgert sich natürlich, aber so ist das Leben. Gewinnen und verlieren. Nichtsdestotrotz, der Mojo hat hier gewonnen auf ein RH11 mit oder RH11 gegen RH11. Entscheidet sich hier für einen Angriff mit Bowlern. Bowler komplett und Riesenheiler dabei. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen, also muss das jetzt auch so ein bisschen live mit kommentieren. Kommt also gut in die Mitte rein mit zwei Sprung, so wie ich das gesehen habe. Hat jetzt noch einen Wut, den schickt er jetzt rein. Der Adler fällt ja wirklich spät, aber er ist mit dem Warden und der Queen und den übrigen Truppen hier gut dabei. Die Base ist auch noch nicht maxed out, was RH11 angeht. Nichtsdestotrotz ist das ein RH11, muss man sagen, mit Adler-Dev auf Level 2. Und das war ein schöner Angriff hier von Mojo. Also toll gemacht. So, was haben wir hier oben noch? Hier oben haben wir eigentlich tatsächlich nicht mehr so Schönes zu zeigen. 13 auf 12. Wir nehmen uns mal noch den Hater-Hater, um die Folge hier natürlich mit einem super RH9-Angriff abzuschließen. Hier funnelt er unten mit den Babydrachen, kriegt noch überhaupt noch keinen Beschuss. Das heißt, die können sich erstmal ganz in Ruhe hier um die Lager kümmern. Kann jetzt schon die Päcker rausschicken. Und schickt die Helden gleich hinterher. Die Päcker können jetzt nicht mehr woanders hin, als in dieses kleine Feld mit den beiden, Magiertürmen und dem Bogenschützenturm. Dann ist der King jetzt auch schon mal Geschichte. Da läuft man natürlich schnell Gefahr, gerade wenn so ein King da draußen rumeiert, dass doch noch ein bisschen was nach außen geht. Aber hier geht erstmal nichts raus, sondern hier geht alles rein. Rechts sehe ich den Babydrachen immer noch am Machen und am Tun. Der nimmt sich jetzt noch genüsslich ein bisschen Kanone vor. Mal gucken, schafft er die noch? Jo, schafft er auch noch. Und jetzt stirbt er erst. Also hier ist ja fast die gesamte rechte Flanke nur mit dem einen Babydrachen gemacht worden. Jetzt kommen die Clanburg-Truppen. Die sind natürlich gut zu giften. Loons und ein Babydrache. Der Babydrache macht jetzt zwar ein bisschen mehr Schaden dann gegenüber den Loons, die dann doch schon fast im Gift sterben, aber er ist halt etwas zäher, weil er auf Max-Level schon richtig viele Hitpoints hat. Hitpoints, der eine sagt Hitpoints, der andere sagt Hitpoints. Ich sage immer Hitpoints, also HP. Und kommt mit den Box eigentlich gut rein, hat noch einen Zauber, den musste er jetzt da werfen. Ein bisschen nervig werden auch immer die Skellies, die machen jetzt nicht wirklich viel Schaden, aber sie nerven halt. Und da sind jetzt schon eine richtige Masse an Skellies, vor allen Dingen auf den Hox. Und dann stirbt hier leider einer nach dem anderen, weil die sich dann auch immer einen vornehmen. Und die schaffen aber noch den X-Bogen, das war sicherlich wichtig. Mal schauen, wie weit die überhaupt gekommen sind. Auch den Angriff hier habe ich noch nicht gesehen, jawohl. Aber ihr seht selber, jetzt sind es nur noch zwei. Ja, und die Schnitzer sind noch locker dahinter. Die beiden werden, glaube ich, den Bogenschützenturm nicht mehr schaffen. Aber es leben natürlich noch beide Helden. Es lebt noch Bowler, Lakaien, Magier und vor allen Dingen zwei Packers. Nein, es sind sogar alle drei Packers noch voll in Heilung. Also da hast du dann als Verteidiger eher wenig Chancen an dieser Stelle. Und da kannst du nur hoffen, dass das kein zeitliches Problem oder dass das zeitliches Problem wird für den Gegner. Aber ich denke mal, das ist hier kein Thema gewesen. Das sieht hier wirklich gut aus. Und so waren das hier glückliche drei Sterne, RH9 auf RH9. Oben ist halt ein bisschen was offen geblieben beim Gegner. Wir gucken nochmal eben nach oben und
hier fehlt uns der Stern, hier fehlt uns der Stern. Es ist einfach so beim 2020. Da müssen mindestens die Elver Bases hier zwei kassieren, sonst hast du Probleme. Ihr habt das gesehen, die Elver machen dann auch mal locker einen Zehner. Auch in unserem Bereich sind Bases gedreiert worden. Hier oben fehlt natürlich bei Joker auch ein Stern, aber dafür haben sie jetzt auch nur einen Stern mehr im Endergebnis. Aber Hocke ist hier gedreiert worden und Hocke ist ein Elver. Obwohl er will nicht so genannt werden. Er sagt immer, ich bin 10 halber. Okay, bist halt 10 halber. Ihr wisst sehr was von den 10 halbe Halte. Nämlich gar nichts. Und so hat auch hier der Gegner hochgedreiert. Marcel ist ein 10er, Swish ist ein 10er. Also da waren die schon eine kleine Ecke besser. Gut, im R9 Bereich. Da brennt eh nie was an. Die werden immer gedreiert. Früher oder später, ob nun im ersten Gang oder im zweiten Gang. Das sei mal dahingestellt. Das war es erstmal vom Clankrieg. Somit ist unsere Bilanz nicht so schön. Einigen gefällt das gar nicht, aber ich sage immer, ist doch farbenfroh, Leute. Ja, sieht nicht anders aus als bei anderen Clans auch. Ist halt so. Wir starten am Wochenende, denke ich mal, wieder einen größeren CK, also mindestens ein 30er. Wenn es ein 40er wird, wäre es natürlich wieder mal richtig nice, aber für mich leider richtig viel Arbeit, weil ich das bestimmt wieder aufnehme. Und selber hier bei Clash of Clans tut sich im Moment nicht viel. Ich farme mehr recht als schlecht hier meine Sachen rein. Konnte aber jetzt schon anstarten, den zweiten Wizard Tower auf Level 9 geht er dann. Und habe jetzt allerdings noch zwei Bobs frei. Mal sehen, ob ich heute noch ein bisschen was reinfarme für irgendetwas. Ich nehme an, für einen Bogenturm oder so. Das muss ich mal gucken. In 2 Tagen und 1 Stunde und 30 Minuten und 54 Sekunden ist der Laberhund fertig. Dann werde ich mich auch weiter entscheiden müssen. Aber ich gebe jetzt kein Elex mehr für eine Mauer aus. Das ist mir einfach ein bisschen heikel. Oh, ich kriege schon wieder das Zeichen zum Aufhören. Das mache ich jetzt auch. Ich würde sagen, das war's von hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, ihr könnt hier rechts unten klicken, dass ihr mich gerne öfter sehen wollt. Also abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn der Toto wieder crasht.